Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir mal der Frage auf den Grund, kann man eigentlich auch nur ein oder zwei Märkte handeln? Macht das Sinn? Und was hat das vielleicht mit einem Konto zu tun, was ich gerade handle? Jetzt im Video die Antwort. Vor einigen Tagen habe ich euch hier auf dem Kanal ja ein Video gemacht mit dem Titel Was oder wie viel Gewinn kann man aus 10.000 Euro machen? Und ich habe euch da ja erzählt, dass ich bei einem quasi Börsenwettkampf teilnehmen werde. Mittlerweile ist dieses Konto kapitalisiert, das heißt, ich habe heute das Geld hinüberwiesen und ich hoffe also, dass ich ab morgen, nächste Woche dann endlich mal auf diesem Konto anfangen kann zu handeln. Mir kribbelt es ja schon in den Fingern und jetzt muss man sich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken über die Strategie machen. Vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, ihr habt ja unter dem Video das letzte Mal ganz, ganz viel kommentiert, also ganz große Klasse, das hat mir super gefallen, ihr habt viele Leute auch quasi nominiert. Das war überhaupt jetzt nicht meine Absicht, aber ihr habt es gemacht. Wir werden sehen, ob die das machen. Klar, wenn da jetzt Leute genannt werden wie der Nils, lieber Nils, viele Grüße. Wer langfristig investiert, wer eine Zahltag-Strategie verfolgt, wie mein Freund Nils, der ist in einem Trading-Wettbewerb vollkommen falsch aufgehoben. Also, weil der kann uns alle wegputzen, wenn er ein super Börsenjahr hat oder er verliert 20-30%, weil die Börse einfach nicht läuft. Da kann er aber überhaupt nichts dafür. Und deswegen, also für einen Investor ist so ein Wettkampf natürlich überhaupt nichts, sondern wirklich nur für Leute, die sagen, sie traden halt. So, und ich habe jetzt kürzlich gelesen auf Facebook, dass es wohl ganz, ganz wenige Leute nur gibt, die mitmachen. Also die Leute sagen aus ganz tollen Gründen schon wieder ab, die ganzen Coaches. Sie haben keine Zeit oder sie hinterfragen den Sinn und so weiter und so fort. Und mal zum Thema Zeit. Also wenn ein Trader, der andere Leute coacht, wie sie traden, die ja in der Regel immer alle berufstätig sind, die ganzen Kunden, 90-95% unserer Kunden sind berufstätig. Und wenn dann ein hauptberuflicher Coach sagt, er hat keine Zeit, ein 10.000-Euro-Konto nebenher zu traden, das finde ich schon eine ziemlich schwache Ausrede, weil jetzt mal ganz ehrlich, man kann heutzutage Konten koppeln. Also wir handeln hier parallel vielleicht 20 verschiedene Konten und selbst als ich noch völlig allein war, habe ich 5-6 Konten parallel gehandelt, weil wie lange dauert denn eine Orderaufgabe? Eine Minute, wenn überhaupt. Also wer hier Daytrading macht, wie lange dauert das? Klick, klick. 10 Sekunden und dann hast du keine Zeit, ein 10.000er Konto zu handeln. Das ist eine schwache Ausrede für mich. Aber das muss jeder selber wissen. Ich finde es super, weil je weniger mitmachen, umso größer werden ja meine Chancen, da ganz vorn mitzulanden. Ganz vorn schaffe ich sowieso nicht. Aber wenn ich so Top 5 vielleicht schaffe, mit so langweiligen Optionshandel, das wäre schon sensationell. Wenn halt nur 5 mitmachen, schaffe ich das auf jeden Fall. Also große Klasse. Okay, jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was werde ich überhaupt für eine Strategie handeln. Und Tatsache ist es so, in einem 10.000-Euro-Konto, da will man natürlich auch vom reinen Aufwand her jetzt nicht extrem viel Zeit damit verschwenden. Gerade für jemanden, der wie ich, das ja eigentlich schon weiß, wie es auch funktioniert. Das heißt, ich musste auch nicht mehr nichts lernen. Und deswegen ist ja die Frage, kann man eigentlich auch ein Konto handeln mit unserer Art des Optionshandels, wenn man nur ein oder zwei Märkte verfolgt? So, und ich sage jetzt mal, jawohl, das kann man. Ich werde euch auch gleich die Märkte nennen, die ich handeln werde. Und ich muss allerdings eine Sache sehr stark einschränken. Man kann natürlich ein Konto nur bezogen auf ein oder zwei Märkte handeln, aber, und das ist etwas, was viele falsch machen, man kann es nicht mit einer Strategie handeln. Ich zeige euch mal hier ein Bild, so ein bisschen als Hintergrund dazu, und zwar das ist hier der Spider, also der S&P 500, und ihr seht hier mal zwei verschiedene Marktphasen gekennzeichnet. Zum einen ist das die Situation im August 2015, Januar 2016, wahnsinnig volatil, hoch, runter. Also das war eine ganz, ganz andere Bewegung als wie jetzt zum Beispiel hier in 2017, was ihr auch noch seht, wo es ja nur nach oben ging. So, und das heißt also, wenn du jetzt, machen wir ein ganz simples Beispiel, du würdest immer nur sagen, ich mache immer nur Short Puts auf Aktienmärkte, auf Indizes. Dann würdest du natürlich in so einer Phase wie 2017 fantastisches Ergebnis hinlegen. In so einer Phase wie 2015, Anfang 2016 wäre es eine Katastrophe. Unterschiedliche Vola, unterschiedliche Marktbewegung. Das heißt, sich nur auf ein oder zwei Märkte zu konzentrieren, kann absolut Sinn machen. Das dann aber noch zu kombinieren mit nur einer Strategie ist aus meiner Sicht heraus nicht sinnvoll zu tun, es sei denn,
man würde dann in gewissen Zeiten den Handel komplett einstellen und sagen, okay, dann handle ich halt mal ein halbes Jahr diese eine Strategie nicht. Ne? Ich werde es ein bisschen anders machen. Ich werde verschiedene Sachen machen, und zwar gerade mit Optionen hat man doch so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ne? Überlegen wir mal, in einem Bullenmarkt, was können wir in einem Bullenmarkt alles machen? Wir können Puts verkaufen. Wir können Pull-Put-Spreads umsetzen. Wir könnten Calls kaufen. Wir könnten Risk-Reversals machen. Man schon vier Strategien allein. Ne? Wenn wir das noch mit auf die Vola beziehen, wir könnten zum Beispiel, wenn die Vola sehr, sehr niedrig ist und jetzt sich auch nicht tut, könnten wir Kalenderspreads auch handeln. Ne? Also wären verschiedene Dinge, wenn sie leicht fällt, auch Kalenderspreads. Umgekehrt in einem Bärenmarkt, was könnten wir da alles machen? Wir könnten Short Calls natürlich machen, Bear Call Spreads, wir könnten Puts kaufen, wir könnten Kalender machen, wir könnten, wenn die Vola dann zum Beispiel sehr hoch ist und wieder runter geht, Reverse-Kalenders machen, wir könnten Butterflies machen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die man alle in einem Markt umsetzen kann. Aber man muss eben diese Strategien kennen, wenn man nur auf einem Markt bleiben will. Oder aber man sagt eben, okay, ich kann nur eine Strategie, dann darf ich nicht nur in einem Markt bleiben. Was will ich jetzt machen? Ich habe mir überlegt, für dieses Wettkampfkonto werde ich mich auf zwei Märkte konzentrieren, und zwar einmal einen Index und einmal eine einzelne Aktie, und das wird sein der S&P 500. Warum? Das ist der Markt, bei dem ich mich persönlich am besten auskenne, und die Aktie wird sein Tesla. Ja, Tesla kenne ich mich auch ziemlich gut aus, habe ich eine große Position, verfolge ich auch. Und das heißt jetzt aber nicht nur, dass ich da hier immer nur blind Short Puts verkaufen werde, weil ich sage, die geht sowieso mal auf 1000. Nein, nein, sondern ich werde das schon versuchen, auch so zu machen, wenn sie nach oben geht, werde ich bullische Strategien umsetzen, wenn es nach unten geht, eher bärische Strategien. Also das heißt, diese zwei Aktien oder der eine Index, der S&P 500 und die Aktie Tesla, die werde ich umsetzen, plus Sondersituationen. Das heißt, wenn es irgendetwas am Markt gibt, wir hatten jetzt letztens ein Erdgas, ne? Erdgas, riesige Volatilität, da ist die IVR auf 100 gegangen, was in dem Future-Markt sehr, sehr selten ist. Da konnte man selbst mit Spreads fantastisch umsetzen, konnte man diesen Rückgang der Volatilität handeln. Das werde ich machen, und wer das mitverfolgen will, was ich da tue, der muss zu uns ins Coaching kommen, denn im Coaching werde ich dieses Konto live handeln. Das heißt, ich werde es jede Woche live zeigen, was wir da genau machen. Wer sagt, na, Coaching ist noch nichts für mich, warte ich lieber noch ein bisschen, bis ich ein paar Euros mehr zusammen habe, der wird aber die Ergebnisse, nicht die einzelnen Trades, aber die Ergebnisse natürlich auf der Webseite von Inveo sehen. Also sie werden ja dort jeden Monat veröffentlicht mit, also wir schicken dann immer die Kontoauszüge hin, und dann kann das der Veranstalter veröffentlichen. So, Eingangsfrage. Kann man also nur ein oder zwei Strategien handeln? Definitiv. Habe ich auch früher viel, viel gemacht. Und ich will natürlich auch jetzt gerade hier bei dem 10.000er Konto den Aufwand nur sehr gering halten. Ne? Nur ein paar Minuten am Tag mal hinschauen, höchstens ein, zwei Positionen gleichzeitig halten. Also jetzt nicht wie in anderen Konten vielleicht 30 Positionen, sondern nur ein oder zwei, und die relativ stur dann durchziehen und das machen. Aber eben nicht nur eine Strategie, sondern ich werde, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt, und ich weiß es ja nicht, Glaskugel ist ja kaputt, werde ich eben zwischen bärischen, bullischen und neutralen Strategien ein bisschen hin und her wechseln, und im Coaching zeige ich dann immer ganz genau, was ich dann machen werde. So, das war's für heute. Verfolgt also diesen Wettbewerb mit, motiviert mal die Coaches, die euch interessieren, sollen doch noch mitmachen. Mensch, so ein bisschen Wettkampf wäre da ganz schön. Ne? Aber wenn nicht, wie gesagt, ich freue mich. Dann sende ich euch dann am Ende des Jahres schöne Grüße aus Dubai. Freue ich mich auch. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit, viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.